Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine Box. An sich gibt es diese Box schon. Das ist eine Kuppelbox. Wie gesagt, an sich gibt es die schon. Ich habe sie nicht neu erfunden. Ich habe sie aber auf meinem Kanal noch nicht gezeigt. Deshalb möchte ich euch die heute zeigen. Sie ist hier oben verschlossen mit einem Band. Und wie ihr die macht und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. So soll das später aussehen. Da müssen wir später noch die Löcher reinmachen. Da wollen wir später hin. Und ich würde euch ganz gerne diese Dreiecke hier oben anzeichnen. Deshalb nehmen wir jetzt eins in Blanco. Dann habe ich hier schon meinen Spruch. Hab immer Sonne im Herzen. Der kommt aus dem Stempelset Gute Laune Gruß. Das findet ihr im Jahreshauptkatalog auf Seite 13. Ja, ich arbeite immer noch mit dem Jahreshauptkatalog. Ihr wartet wahrscheinlich schon auf Projekte mit den neuen Sachen aus dem Herbst-Winterkatalog, aber ich habe hier erst noch ein bisschen was. So, ihr braucht Farbkarton in 29x20. Das ist alles, was ihr dafür braucht. Und den falzen wir uns an der langen Seite als erstes bei 7. Dann geht es weiter bei 14. Und 28. Wir haben jetzt hier rechts die Klebelasche, die drehe ich mir jetzt nach unten und falze das Ganze an der kurzen Seite bei 7. So, die anderen Falzlinien machen wir gleich von Hand. So schaut das Ganze jetzt erstmal aus. Dann haben wir jetzt hier die langen Quadrate. Ich zeichne euch das jetzt ein, dann könnt ihr das besser sehen. Und hier unten die kurze Falzlinie. Falzkreuzung haben wir hier. Und jetzt müssen wir uns hier an dem oberen Rand in diesen Rechtecken jetzt noch die Dreiecke reinfalzen. Ich mache hier die Linie auch gerade noch mal ganz. Das ist das, was wir jetzt gerade mit dem Falzbrett gemacht haben. Ich drehe mir das Ganze jetzt einmal auf den Kopf, so dass diese langen Quadrate, Rechtecke, sind ja keine Quadrate, Rechtecke, zu mir liegen. Und jetzt machen wir uns zwischen den einzelnen Falzlinien in der Höhe von 4 cm und mittig. Sprich, die Höhe sind 4 cm. Hier habe ich die 0 und rechts und links von der 0 3,5 auf den Falzlinien. Da machen wir uns jeweils eine Markierung. Also in jedem Rechteck. Und im letzten auch noch. Und jetzt müssen wir noch weiter falzen. Und zwar immer von dieser Markierung schräg hoch zu den Falzlinien. Im letzten auch noch. Wenn wir die gemacht haben, müssen wir jetzt noch wieder von den Markierungen gerade hoch zur Farbkartonkante. Und dazu nehme ich mir jetzt das Geodreieck und lege mir diese gerade Linie vom Geodreieck immer schön an den Rand vom Farbkarton.
so dass die dann in der Mitte auch gerade werden. Also wie gesagt, das wird alles gefalzt und dann sind wir mit dem Falzen auch durch. Zuschneiden ist gar nicht so schwierig. Wir schneiden uns einfach nur hier unten das kleine Rechteck raus. Schrägen das ein bisschen an, oben auch. Und unten schneiden wir uns einfach nur die kurzen Falzlinien ein, bis zu dieser Querfalz. Zwei davon kürzen wir uns später noch, aber das machen wir erst, wenn wir den Boden später schließen. So, wie gesagt, ich hatte das ja schon vorbereitet. So sieht das Ganze dann bestempelt und zugeschnitten und gefalzt aus. Und diese Falzlinien hier oben, das Dreieck kommt nach oben, das wird nach oben gefalzt. Also diese Seite und auch diese Seite. Und der gerade Strich in der Mitte, der muss nach unten. Dass, wenn ihr das nachgefalzt habt, dass ihr das so zusammenklappen könnt. So schaut das dann aus. Wenn ihr euch den Farbkarton soweit vorbereitet habt, dann knicke ich den einmal in der Hälfte, so dass hier rechts unsere Klebelasche ist. Drehe mir das um, so dass die Dreiecke mich jetzt angucken. Dann nehme ich mir eine Lochzange. Und dann müsst ihr mal schauen, welche ihr da habt. Ich nehme jetzt hier mal das große Loch. Und jetzt müssen wir uns hier in diese Dreiecke, so ungefähr nach Augenmaß, müssen wir uns Löcher reinmachen. Ich lege mir das jetzt doppelt, damit wir das gleich in zweimal schaffen und ich nicht jedes Abteil hier einzeln machen muss. Deshalb lege ich mir das doppelt. Und jetzt mache ich mir da Pi mal Auge immer außen an den Falzlinien Löcher rein. Da verschließen wir die Box später. Im Übrigen findet ihr die Lochzange im Internet. Da schaut einfach mal bei dem berühmten A. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir können jetzt an sich die Box auch schon verschließen. Allerdings mache ich das bei diesen Kuppelboxen so. Ich schließe erst oben und dann unten. Denn das ist schon die zweite, die ich gemacht habe. Bei meiner ersten habe ich erst unten zugeklebt und dann oben. Und dann hat sich das hier so eingedrückt. Ich möchte aber ja gerne, ich weiß nicht, ob man das von der Seite sieht, dass das hier schön abgerundet ist, sage ich mal. Dass das nicht so platt einfällt, sondern dass das auch hier schön absteht. Ich habe mir hier die Sonnenblume aufgestempelt. Aus dem Stempelset Gute Laune Gruß. Und dann kleben wir das mal zusammen. Auf die Klebelasche bringen wir uns von außen Tombow auf. Nehmt dann nicht zu viel. Ich nehme mir da jetzt noch ein kleines Stück Farbkarton und verteile mir den Tombow noch ein bisschen, damit mir das nicht über die Falzlinie rausragt. So. Und dann drehe ich das Ganze um, knicke mir die Seite ein und hole mir die andere Seite rüber. Da brauche ich jetzt einmal das Falzbein, das drücke ich mir jetzt einmal gut an, so dass das schön verschlossen ist. Und normalerweise würden wir jetzt erst den Boden zumachen. Aber wie ich gerade schon sagte, ich schließe jetzt erst oben. Heißt, ich klappe mir das mal eben hier unten irgendwie ein. Welche Richtung ist, ganz egal. Und drückt mir jetzt erstmal diese Dreiecke
einmal in die Mitte, damit der Farbkarton weiß, wo er gleich hin muss. So, und jetzt seht ihr, was ich meine. Ich habe das jetzt oben zugedrückt. Ich zeige euch nochmal die andere. Und hier hat sich das jetzt so eingebeult. Und damit ich das gleich wieder rausholen kann, mache ich erst oben zu und dann den Boden. Dann können wir nämlich den Farbkarton gleich noch in die richtige Richtung drücken. Zum Verschließen nehme ich jetzt das Band Geschenkband. Das ist von den InColor Farben in Hummelgelb. Das habe ich mir schon auf eine Nadel aufgezogen. Und jetzt schaue ich, hier ist meine Klebenaht. Die setze ich mir jetzt hier hinten hin. Sprich, diese beiden sind vorne. Ich fange jetzt an dem rechten vorne an, gehe durch beide Löcher, dann durch die nächsten zwei. Jetzt sind wir hinten links und dann gehe ich durch die letzten beiden. Ich lasse mir da jetzt Band überstehen. Das ist, glaube ich, allerdings ein bisschen viel. Aber wir lassen es jetzt so. Jetzt können wir das zusammendrücken. Ich habe es noch nicht abgeschnitten. Das mache ich jetzt gleich. Ziehen das stramm. Dann können wir das Band abschneiden. Und machen uns da schon mal eine Schleife drauf. Wie gesagt, die Box ist unten immer noch zu. Also ich habe jetzt quasi eine Schlaufe gemacht. Jetzt drehe ich mir die Box um. Das bleibt so schon zu. Wenn euch das jetzt hier oben wieder aufspringt, dann macht einfach schon eine ganze Schleife. So, und jetzt kann ich nämlich von unten die Seite und die Seite hat sich jetzt nach innen gedrückt. Die hole ich mir jetzt raus. Schaue mir die anderen beiden Seiten nochmal an. Und jetzt sieht das gut aus. Jetzt hat sie sich schön aufgestellt. So, Klebenaht ist hinten. So schaut das im Übrigen von innen aus. Diese beiden, die kürze ich mir jetzt einfach noch. Das mache ich jetzt Pi mal Auge. Die verschwinden eh gleich im Boden. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, könnt ihr die auch noch ein bisschen anschrägen. Das war jetzt ein bisschen sehr schräg. Aber wie gesagt, das sieht kein Mensch. So, das könnt ihr auch vorher schon machen, bevor ihr die Box verschließt. So, Klebenaht wieder nach hinten. Jetzt klappe ich mir erst den großen Teil ein. Jetzt ist der natürlich reingerutscht. Erst den großen. Dann die beiden kleinen. Und zum Schluss. Da ist er wieder. Und zum Schluss wieder den großen. Wenn ihr diese Boxen bastelt, könnt ihr natürlich auch hingehen und sie jetzt erst füllen. Dann kann das hier auch nicht mehr einklappen. Erst füllen und dann verschließen, weil je nachdem, was ihr drin habt, das drückt euch jetzt von innen schön auf den Boden, dass das angedrückt wird. So. Dann habe ich hier noch mein Schild. Dann nehme ich mir noch mal die Lochstanze, allerdings diesmal das kleine. Und das fädel ich mir hier jetzt noch durch. Ob ihr die Box jetzt von außen bestempelt oder doch vielleicht noch mit Designerpapier beklebt, das könnt ihr dann selbst entscheiden.
So, jetzt mache ich mir hier einfach noch eine Schleife. Noch ein bisschen lang. So, das kürze ich mir. Und schon ist unsere Box fertig. Hier ist unsere Klebenaht. Also muss das Schild so rum. Aber das könnt ihr ja dann zu Hause ganz in Ruhe machen. Hier habe ich noch keins dran. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Wie gesagt, ich habe sie nicht neu erfunden, die gibt es an sich schon. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!